Ja, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte drei Punkte in unsere Debatte einbringen. Erstens, unser gemeinsames Ziel offenbar ist es inzwischen, dass alle Menschen, die bei uns mit einer gewissen Dauer leben, die deutsche Sprache erwerben. Das ist gut für die Betroffenen, weil es erleichtert ihre Kommunikation mit Behörden, aber es erleichtert auch ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt und es erleichtert es ihnen, dieses Land und seine Menschen zu verstehen, und das wollen wir. Wir wissen aber auch, dass Asylbewerber, die sich noch in ihrem Asylantragsverfahren befinden, möglicherweise zu einer bestimmten Quote nicht eine dauerhafte Perspektive in unserem Land haben. Das zeigen ja die Statistiken. Im letzten Jahr gab es in Deutschland knapp 81.000 Entscheidungen über Asylanträge, darunter 919 Fälle von Asylgewährung, das sind 1,1%, knapp 10.000 Mal Flüchtlingsschutz, das sind 12,3%, und etwa 9.200 individuelle Abschiebungsverbote, insgesamt eine Schutzquote von knapp 25%. Und deswegen meinen wir, dass Ihre ursprüngliche Intention, die gesamten Integrationskurse auf alle Asylbewerber auszudehnen, unangebracht ist, weil es auch Geld kostet. Darüber müssen wir mal reden. Solche Maßnahmen kosten Geld, und sie sind nicht sinnvoll, wenn 75% der Betroffenen keine Perspektive in dem Land haben. Deswegen haben wir Ihren Antrag begrenzt auf die Sprachmodule der Integrationskurse, weil es darum geht, die Sprache zu vermitteln, und daran haben wir ein gemeinsames Interesse. Aber wir können nicht alle staatlichen Integrationsinstrumentarien, die viel Geld kosten, wie ein gönnerhafter Regenschirm über alle ausgießen. Das ist völlig sinnlos. Der dritte Punkt, den ich bringen möchte, ist, ich finde es dennoch beachtlich, dass wir zu einer gemeinsamen Position kommen, etwas erreichen wollen in diesem Bereich. Und ich wünsche mir, dass Sie in zukünftigen Debatten davon Abstand nehmen, die Flüchtlingspolitik unseres Landes als menschenunwürdig zu brandmarken. Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass alle Fakten dagegen sprechen, gegen diesen Vorwurf. Nicht nur, dass wir jetzt auch Sprachkurse staatlich finanzieren, damit Betroffene es erleichtert, den Spracherwerb erleichtert bekommen können, sondern die Anzahl der Asylbewerber, die nach Deutschland kommen, liegt weit über denen anderer Länder. Sie finden, wir nehmen aktiv 127.000 Asylanträge in Deutschland im letzten Jahr, 46.000 in den USA, 11.000 in Kanada, 4.500 in Spanien und 28.500 in Italien. Ich glaube, wir stehen da nicht schlecht. Wir nehmen 10.000 Syrer aktiv auf. Ich begrüße das auch. Es ist wichtig. Und ich wünsche mir einfach, da wir solche gemeinsamen Maßnahmen jetzt hier angehen, dass wir uns mal darauf verständigen, unser Land nicht immer schlecht zu reden, sondern auch mal zu sagen, dass das, was wir hier leisten, vorbildlich ist. Vielen Dank.